Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr feste IP-Adressen unter macOS einstellen könnt, für WLAN und auch LAN, je nachdem, was ihr nutzt. Ihr geht zunächst auf Apfel, Systemeinstellung, kann genauso hier unten geöffnet werden. Dann gehen wir einmal auf Netzwerk und dann bekommen wir direkt mehrere Sachen angezeigt. In meinem Fall habe ich einmal über Thunderbolt 3 Ethernet angeschlossen und einmal WLAN verbunden. Wir sehen hier, wir haben hier eine IP-Adresse, das ist in dem Fall die 59 am Ende und hier haben wir die 216 am Ende. Hier sieht man auch nochmal die einzelnen Daten. Gehen wir nämlich einmal auf WLAN, können auf weitere Optionen gehen und hier können wir jetzt einmal auf manuell umstellen. Klar, das obere kann man auch lassen, aber im Normalfall stellt man dann auf manuell. Und dann trägt man seine Adresse ein. Primär wichtig, wenn man zum Beispiel irgendein Endgerät einrichten möchte, was aktuell noch keine IP-Adresse hat, beziehungsweise eine feste Standardadresse hat, auf die man sonst nicht zugreifen kann. Das wäre mal hier, genau auf manuell. Und jetzt zeigen wir es nochmal bei LAN. Da gehen wir nämlich jetzt nochmal auf den Thunderbolt-Steckplatz. Hier sieht man nämlich das Gleiche. Hier kann man es auch in dem Fall hier rüber einstellen, auch wieder auf manuell. Hier können wir dann eintragen, zum Beispiel 192.168.178.15. Wird natürlich nur benötigt, wenn man keinen DHCP-Server hat. Im Normalfall halt bei Endgeräten wie Switchen oder ähnlichen, die man zum ersten Mal einrichten muss. Die haben dann meistens eine Standard-Default-IP-Adresse, die auf der Rückseite steht. So, das wäre es schon gewesen. Bei Fragen und Kommentaren von Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön!